Hallo und herzlich willkommen zu Diablo 3 mit dem frisch aufgesetzten Patch 1.05-12480. Besser bekannt als dem Patch 1.05. So. Was habe ich denn gemacht? Ich habe, Moment, Inventar so weit wie es geht geleert. Und dann gehen wir gleich weiter. Das letzte Mal. Oh, Moment. Moment. Oh, und das lag mal wieder. So. Hopsala, was ist denn hier los? Oh. Hallo Leute. Ich bin gerade angekommen. Müsst ihr mich nicht gleich angreifen? So, ich bekam mehrere E-Mails, dass ich, Moment, ihr anstatt den Froststrahl Desintegration nehmen soll. Feuert ein Strahl reine Energie in eure Richtung, der 170% Waffenschaden als Arkanschaden verursacht und getötete Gegner desintegriert. Konvergenz erhöht die Breite des Strahls, sodass er mehrere Gegner treffen kann. Okay, das teste ich dann mal. Ja, es wurde mir empfohlen, das zu nehmen, weil es mehr Schaden macht als der Eisstrahl. Oh, was war das? Okay, ist bis jetzt... Oh, es leckt mal wieder. Okay, es sieht... Gut. Ich bin bis jetzt sprachlos. Es sieht nämlich gut aus. Oh ne, immer diese Ente, die mich von unten befummeln wollen. Also wenn der Patch die nicht schwächer gemacht hat, dann verursacht er wirklich mehr Schaden. So. Die klappen wirklich zusammen wie die Fliegen. Upsala. Oh, Moment mal. Oh, das wollte ich nicht. Sorry. So wollte ich das. Falsche Taste gedrückt. Okay, die klappen wirklich weg, wie die fliegen. Danke für den Tipp. Also nicht den Typ, sondern den Tipp. Habe ich von mehreren Leuten bekommen, den Tipp, per E-Mail. Oder per PN. Ich soll bitte eine Desintegration machen. So, und weg. Upsala. So nicht. Stopp. Okay. Ich vergesse sogar das Schild. So schnell klappen die weg. So, ich hatte das ja eigentlich... Seht euch vor, sie kreisen jetzt schon seit Stunden. Genug! Genug! So, eigentlich hatte ich das hier schon alles erledigt. Ich soll nur nach der Rakis-Übergang. Aber eigentlich bin ich ein bisschen... Upsala, was war denn das? Eigentlich bin ich hier nur ein bisschen um den Patch auch zu testen. Aber ich denke, mehr als in den höheren oder schwierigen Level hat er eigentlich nichts viel gemacht. Außer, dass er vielleicht hier die Monster ein bisschen abgeschwächelt hat, aber sonst kann ich nichts auf den ersten Blick erkennen.
Die Beschreibungen sind bis jetzt auch nur in Englisch draußen. Die Deutschen sind noch gar nicht draußen. Die si- ja. Die Server sind auch erst gerade on gegangen. So dass ich eigentlich eher hier mehr die Server teste als das Spiel selber. Aber ich muss zugeben, Integration. Mann, oh Mann. Muss ich ehrlich zugeben, das ist... Das haut rein. Bist du sicher? Also hier sieht das nicht aus. Hoppala. Wie gesagt... Bam. Das erinnert mich... Also Desintegration erinnert mich an X-Men. Der Typ mit den... Boah. Oh, mir fällt jetzt der Name von dem nicht ein. Ich glaube, der heißt auf Englisch X-Rays oder sowas. Und zwar hat er... Kommen bei ihm dann diese rote Strahlen aus den Augen. Upsala. Und das erinnert mich... Das erinnert mich total an dem... Ja, ich kenne... Upsala. Bam. Ich kenne X-Men noch aus den Comics. So. Ja, nicht wie manche andere, die kennen auch seit es eine Firma gibt, die X-Men. Ich kenne sie noch aus den Comics. War früher ein großer Comicleser. Ab und zu auch noch. Bis dann die ersten Mangas aufkamen. Dann hatte ich auch ein bisschen, also, ein bisschen Mangas gelesen. So. Okay, das werden jetzt ein bisschen viele hier. Bleibt stehen. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Upsala. Es kommen nicht mehr, es kommen nicht mehr. Nein, 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 nein. Bam! Ich will ein bisschen Heilung haben. Massaker! Tja, so schnell sind sie tot. Also wirklich, entweder hat der Patch die alle Schwäche gemacht oder ist wirklich eine Integration, denn sie integriert alles. Die werden regelrecht aufgelöst. Ja, also ich werde mal... Upsala. Ich werde dann mal anständig hier antesten. Wie gesagt, jetzt sind eigentlich nur die Server online, die gerade online. Und ja. Oh. Einfach nur ein bisschen antesten. Okay, da die blauen, also ihr könnt das selber sehen. Das Leben schwindet nur so dahin. Das Leben schwindet nur so dahin von denen. So. Also ist wirklich... Nein. Mann, ey, immer der mit der Fummelei, ey. Oh, nein, weg mit dir. Boah, kurz Collect ohne Ende. Jetzt geht. Und der Templer, der hat jetzt... Ich trage zu viel. Ach, nö. Der Templer, der kann jetzt auch einiges. Oh, das war mir nicht so aufgefallen. Okay. Und zwar, der haut auch ganz schön rein jetzt auf einmal. So, komm her, Händler. Es sind
Ja. Könntet ihr etwas dagegen unternehmen? Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit. Hast du es noch nicht gemerkt? Guck mal, was wir dir alles verkaufen. Was denkst du, wo kommt das alles her? So, ein Amethyst und ein Ring. Aber ich glaube für mich 16 Intelligenz. Also der ist schon wirklich... Der haut schon wirklich einiges rein, ja. Oh Mann. Ich will aber bessere Chancen, magische Gegenstände zu bekommen. So, warum ist eigentlich meine Flagge hier? So. Tyrell, was ist denn los? Ich konnte nicht länger untätig zusehen, während ihr euch Asmodan stellt. Viel Zeit ist vergangen, seit ich zuletzt den Nervenkitzel des Kampfes gespürt habe. Die Zerstörung meiner Belagerungswaffen ist unerheblich. Mit jeder Stunde strömen mehr meiner Streitkräfte aus dem Höllenschlund. Schon bald werden sie eure armselige Bastion dem Erdboden gleich machen. Mutige Worte, Asmodan. Aber Worte sind das Einzige, was ihr uns noch entgegenschleudern könnt. Vorwärts! Jetzt treiben wir Asmodans Armee zurück in den verfluchten Krater. Es hat uns genug Mühe gekostet, euer Schwert der Gerechtigkeit neu zu schmieden. Ich freue mich darauf, es endlich einmal im Einsatz zu sehen. Lasst uns aufbrechen. So, Tyrael hat uns angeschlossen. Aber sagen will er uns nicht. So, ich hoffe. Okay, eigentlich habe ich gehofft, dass es hier vielleicht so ein Portal gibt. Hallo, Dicker. Ja, klar. So. Upsala, toter Gardist. Eigentlich hätte ich gerne ein Portal. Wow. Die klappen einfach weg, wie die fliegen. Ja, aber Portal finde ich hier nicht. Oh, was war das? Oh, hat mich gerade erschrocken. Ich krieg's doch gar nicht. Bleibst du stehen? Ich kümmere mich um den Dämon. Haltet mir die Rücken frei. So. Okay. Ich sehe schon. Upsala. Gut, ich habe die Integration getestet und es haut rein. Was kann ich hier machen? Ich gehe mal weiter nach oben. Und jetzt bin ich ganz oben. Jetzt bin ich ganz oben. So, in der Folge möchte ich natürlich nicht, dass es vielleicht zu einem Endkampf mit Asmodan kommt. Das möchte ich nicht unbedingt in dieser Folge hier haben. Die ist nämlich schon... Upsala. Die ist nämlich schon ein paar Minuten vorbei. Weg. Weg, 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 weg. Ja. So. Boah. Einfach den Strahl und dann einfach hin und her wenden und nun schon sind die alle tot. Massaker. Oh oh.
Bleib stehen. Weg. Upsala. Okay. Mit denen ist nicht zu spaßen. Genug. Nein. Okay, bleib auf mehr Arkankraft. Aber... okay. Das haut rein. Gold. Selbst zerstört ist diese Brücke noch eindrucksvoll. Sie hat eine Station mit dem Ariad verbunden. Jetzt ist sie der direkte Weg in die brennenden Höllen. Okay, das gefällt mir irgendwie nicht. Optionen? Wieso? Wieso sehe ich den nicht? Lebensbalken, Zahlen, Uhrenzahl, öffnet das Inventar, Gegenstände automatisch? Nee, ich möchte sehen. Ja, hier. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte... zeigt während der Zwischensequenz. Und nein. Ich möchte, dass er mir anzeigt, wenn die sprechen. Keine Kontakte. Lebensbalken. Okay, ich sehe jetzt auf die Schnelle nicht. Das war früher nicht so. Und zwar haben sie, wenn sie gesprochen haben, haben sie den Text angezeigt. Und das haben sie jetzt irgendwie weggenommen mit dem Patch. Das gefällt mir natürlich nicht. Ja. Oh, okay. Schnell weg. Und weg, weg, weg. Aua. Nein, genug. So, gerade den will ich weghaben. Ach, die müssen wir da hinten killen. Bleibt stehen. So nicht, Leute. So. Der Mini da. Geh nach Hause. Drittes Auge. Wozu brauche ich bitte ein drittes Auge? Okay. Ach nö. Kolossaler Bolgor. Hoppala. Nein. Die Kappe hätte ich fast vergessen. Gibt's doch nicht. So. Und ihr. Robuste Sabatons. Boah, nicht auf mich. Nicht auf mich. Ja, los, stirb. Ach nein, das gibt's doch nicht. Okay, das heißt hier. Was? Lebensbalken von... eingeblendet. Okay. Falscher Knopf gedrückt. Jetzt gehen wir in die Stadt. Kaufen wir alles. So. Gut. Und hier machen wir dann eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.
Ja. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin hoffe ich, dass ich dann diese Texte wieder einrichten kann. Ciao, ciao.